Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Erneut von Taris und auf der Jagd nach Meister Tykan, der auch einen gewissen Schaden davon getragen hat, als er mit der Seuche des Seuchenbringers infiziert wurde. Und naja, jetzt hat er seinen eigenen Padawan-Schüler entführt und droht den ganzen Planeten in die Luft zu jagen oder zumindest das ganze republikanische Gebiet zu verseuchen. Ein üblicher Tag im Alltag eines Jedi, also. So. Es gibt viel zu lernen. Nobles Opfer, genau, das ist das, womit ich Macht wiederherstellen kann. Heilung verbessert und. Ja, gut. Lebte wohl, junger Jedi. Auch sonst nichts wirklich Wichtiges, auf jeden Fall zumindest nichts Neues. Mal schauen, wo ich das am besten hinwerfe, aber ich denke mal, hier hinten ist schon ganz sinnvoll. Genau, 15% der Maximalgesundheit wird aufgebraucht, um 8% wiederherzustellen. Doc, wie geht es Jessup? Ist er in Ordnung? Euer Freund wurde von einem Rakul gebissen. Nur ein Biss also? Dann hat er nochmal Glück gehabt, oder? Er hat sich mit der Rakul-Seuche infiziert. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Da oben ist der Superreaktor. Na gut, dann ist es ja sowieso auf dem normalen Weg hier durch. Da werde ich am besten wieder runter ins Brels Sediment fliegen. Das haut passen gerade nicht ganz sich hin. Auf. Und Sie auf sich auf. Diese Schallemitter da reparieren. Ich glaube, mir wird schlecht. Es tut mir leid. Wir werden euch einen Seelsorger suchen. Ziehe ich die ganze Zeit die Spur hinter mir her? Sehr cool. Ah, jetzt hat's aufgehört. Ich back mir einen Kakao. Na, kann das nicht ein Stück schneller gehen? Ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, so, jetzt sind wir da. Ach Quatsch, wieso bin ich hier raus rum? Naja. Hier rum, raus, so rum. Dann geht's jetzt halt hier lang. Muss dann sowieso mal reinspringen und die Karte aufdecken. Hier irgendwo in der Mitte ist übrigens Subjekt Alpha, also der nächste World Boss im Spiel. Hat Uvolo eine Quest? Ne, Uvolt. Oder muss man zu dem hin? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Gerade wieder alleine auf Taris. Also ich korrigiere meine Aussage von wegen MMORPG. Es ist einfach nur ein RPG. Zeugs. Zeugs ist immer gut. Zeugs. Kommst du dahin, Kaisen? Sieht nicht ganz so aus. Ah, doch, es klappt. 10 hier die Nexu. Hier haben sie nämlich auch wieder was von Nexu erzählt bei dem Dialog vorhin. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Kristall.
steckt so halb in der Wand, ne, oder halb im Boden. Okay, es geht. Ganzen Laden aufmachen mit dem Zeug. Apropos, gibt's noch was, was du machen kannst? Ja, immer noch Stärkehefte. Warum nicht? Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Sie können versichert sein, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Your peace of mind is my highest priority. Rest assured, this will be done to perfection. Also ich habe den Spruch jetzt schon so oft gehört, weil der kommt auch irgendwie von den Viechern immer gleich, also diesen C2N2, den hat halt jede Klasse auf der Republikseite. Die Imperialen haben irgendwas mit V und R. 2V2R oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie genau der hieß. Aber der lässt auch die ganze Zeit solche Sprüche ab, wenn auch ein wenig unterwürfiger. Sein letzter Meister war wohl nicht sehr freundlich. Okay, und habe ich mich verguckt? Ist doch eins, oder? Das ist auf der anderen Seite. Andere Seite, ja. Wunderschön. Wieder mit großem Erfolg. Was soll denn das? Ich will das doch gar nicht. Hauptsache, du baust mir was. Komm ich hier durch, ohne dass sie... Ja. Also an Kristallen mangelt es mir auf jeden Fall nicht. Noch einer, aber nee, dafür will ich nicht runter. Ich nehme zumindest an, dass der unten ist, oder? Ah nee, da steht der. Ja, mach du mal Kaisen. Du bist sowieso nicht wirklich wichtig hier. Alter, kannst du nicht mal kritten, wenn es wirklich wichtig ist? Ich habe bei der Herstellung von Zeug eine 15%ige Chance, dass es krittet. Und teilweise verbrät man damit so viele seltene Ressourcen, ohne dass es prockt und dann passiert sowas hier. Könnte mich schon aufregen, könnte ich. Aber naja. So. Tresorkisten, Gefährtengeschenke, Edelsteine. Hol mir einfach mal Edelsteine ran. Weil Schatzsuche brauche ich später immer. Oh, Elite-Rakul. Na, Kaisen, weißt du was? Da könnte ich dich vielleicht doch brauchen, ausnahmsweise. Jetzt hier rein muss. Ah ja. Ach Mist. Egal, erledige ich ein andermal. Kann ich auch offscreen machen. Jetzt
jetzt hatte ich gar nicht beim Subjekt Alpha vorbeigeschaut. Naja. So. Gehen wir mal links rum, da ist ein Kristallchen. Der Walker sieht aus, als hätte der eine Sonnenbrille oder so auf. Oh mein Gott. Sieht wirklich aus wie ein Käfer mit Brille, oder? So. Wir machen nur kurz Rast. Geozell hat eine Schramme entdeckt und wir wissen nicht, ob er sich bei den Rug-Ghulen angesteckt hat, also warten wir ab. Und Ferduin hat möglicherweise die geonosianische Sumpfgrippe, aber wir waren auf dem Weg, das schwöre ich. Ihr seht mich sehr seltsam an. Was erwartet ihr, dessen ich euch anklagen würde? Nichts. Ich meine, ich weiß, dass wir spät sind, also fängt man an, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dass ihr tot wärt? Würde Sie das interessieren? Es tut mir leid. Ich sollte... Gehört ihr überhaupt zur Republik? Ich kenne euch nicht. Oh, vergesst es. Ich war nie ein guter Lügner. Wir gehen nicht zurück. Wollt ihr das hören? Wir sind desertiert. Ich spüre, wie eure Furcht und eure Wut euch zerfressen. Wie kam es dazu? Wisst ihr, wie es hier ist? Ihr und immer dieselben 2 Dutzend Jungs in totaler Isolation am Ende der Galaxis. Wir kämpfen gegen etwas, das nicht denken kann, das keine Furcht empfindet. Und wenn man den geringsten Kratzer bekommt, wird man selbst zum Feind und der eigene Trupp erschießt dich. Ihr habt der Republik so viel gegeben, wie sie vernünftigerweise erwarten kann. Ihr übergebt uns nicht? Hatte ich bisher noch nie gemacht. Mein Arschloch-Jedi hat gemeint, also sowieso, dass sie zurück müssen. Mein Trooper hatte ich so geroleplayed, dass er eben halt selber Soldat ist und er war der Meinung, desertieren geht absolut nicht. Deswegen ist mir das ja jetzt neu. Alleine überlebt ihr hier draußen nie. Wir wollen in die Nähe der Hauptbasis. Dort gibt es Plünderer mit Schiffen. Vielleicht schaffen wir es vom Planeten runter. Bitte. Sagt Commander Yayak, dass ihr unsere Leichen gefunden habt. So wird uns niemand suchen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz okay. Ich meine, immerhin, sie sind Soldaten der Republik. Menschen verlassen sich auf sie. Dadurch, dass sie mit ihren Ressourcen nicht durchgekommen sind, sind andere wieder in Gefahr. Schwierig, schwierig. Oh, wow. Ich will mich nicht mit euch prügeln. Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein militärischer Außenposten und souveränes Gebiet der Galaktischen Republik. Wir werden uns, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt wehren. Wenn Furcht euch blind macht, sieht jeder wie ein Feind aus. Wer seid... Jedi? Entschuldigt bitte. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemanden von eurem Orden hier zu sehen. So weit in der Wildnis gibt es keine autorisierten Reisen. Also ist es meistens besser, erst zu schießen und dann zu fragen. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr von Commander Gardit Neuigkeiten über unsere Vorräte bringt. Gardit ist ein Hochstapler. Eure Vorräte sind unterwegs, aber nicht wegen Gardit. Klingt, als steckt eine Geschichte dahinter. Aber ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Ich möchte euch nur danken. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr irgendwas von unseren Jungs gehört habt. Wenn sie noch leben, haben sie besser eine gute Erklärung dafür, uns so hängen zu lassen. Ich habe ihre Leichen auf dem Weg gefunden. Überrascht mich nicht. Nun, man wird sie vermissen. Ich schicke ihren Angehörigen die Uniform. Wie auch immer, danke für eure Hilfe und die Neuigkeiten. Das wird die Moral sicher nicht heben. Dann muss der Rest wohl einfach etwas härter arbeiten.
Tja. Wie gesagt, ich bin damit nicht ganz so zufrieden. Ah, Zeug. Zeug ist gut. Holen wir noch mehr Zeug. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Gar nicht mal so hässlich, die Rüstung. Düm-tü-düm. Erstmal das Wichtigste machen. Ich grüße Sie. Ihnen Wunderbar. Stehen folgende Routen zur Verfügung. Tja, und neue Quests. Sie! Gesundheit. Bitte entschuldigt. Es liegt an der Luft. Die Sporen, glaube ich. Ich heiße Wintag. Ich arbeite an der Tarisianischen Archivdatenbank der Republik. Wir nennen sie Reptat. Es ist mein Auftrag, Gesundheit. Die alte Stadt selbst zu erkunden. Aber ich habe so meine Probleme mit dem Atmosphärenwechsel. Ich vermute, ihr habt wohl keine Zeit für eine kleine Erkundung der Ruinen? Wir werden gut bezahlt. Eure Mühe soll sich also lohnen. Sagt mir einfach, was ich tun kann. Danke, Jedi. Ich spreche vom Archiv der alten tarisianischen Regierung, in dem alles Wissen und die Kultur für den Fall einer Katastrophe gespeichert ist. Ich arbeite schon seit Jahren daran und glaube, dass ich endlich die Position des Archivs bestimmen konnte. Sagt mir einfach, wohin ich muss und ich hole es euch. Den Aufzeichnungen zufolge müsste es sich um mehr als nur eine einfache Datei handeln. Ich habe bereits versucht, mich dem Ort zu nähern, aber dort wimmelt es nur so von Rakgulen. Ich komme nicht ran. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt, könnt ihr meine Assistentin zur Bergung rufen. Sie ist nicht ganz so anfällig wie ich. Gesundheit. Ich kenne das. Allergien sind was Tolles. Hört man mir vielleicht auch gerade an. Hättet ihr gerne die Gelegenheit, an einem der großen Geheimnisse der Vergangenheit der Republik teilzuhaben? Wir haben unwiderlegbare Beweise, dass Revan hier Rast gemacht hat, kurz nachdem er von den Sith wieder zur Republik zurückgekehrt ist. Es gibt viele Geschichten darüber, wie Revan Bastila Shan rettete und den Lauf der Galaxis veränderte, aber auch andere Leben wurden berührt. Ich frage ihn mal ganz kurz, ich hab's ja schon ein paar Mal erklärt. Ihr redet über diese Leute, als müsste ich sie kennen. Revan? Der große Jedi-General aus den Mandalorianischen Kriegen? Der zur dunklen Seite bekehrt und von Meisterin Bastila Shan zurückgebracht wurde? Eine Schande. Genau deswegen ist die Galaxis auf Forschung wie meine angewiesen, um Geschichte für die Völker lebendig zu erhalten. Vor 300 Jahren lebten die Verstoßenen von Taris tief unter der Stadt, wo die Rakul-Seuche ihren Ursprung fand. Laut seinen Tagebüchern brachte Revan ihnen ein Heilmittel für die Seuche und führte sie in eine sichere Kolonie, die das Gelobte Land genannt wurde. Doch wir wissen nicht, ob sie überlebt haben. Bittet ihr mich gerade, nach einer verlorenen Kolonie von vor 300 Jahren zu suchen? Oder nach Hinweisen, was aus ihr geworden ist. Mein Assistent koordiniert eine Ausgrabung. Bringt ihm alles, was ihr findet. Vielleicht haben diese Gelobten Aufzeichnungen hinterlassen. Irgendetwas, das uns Informationen über die damalige Zeit liefert. Ja, das ist eben das, was ich meinte, was ich nochmal erwähnen will, wenn es soweit ist. Und zwar eben als Al-Siri waren, musste man unter anderem in die Unterstadt. Ich glaube, da war es, um nach irgendwem zu suchen oder so. Weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat man da den Leuten geholfen, wenn man die gute Seite gewählt hat. Chisa bicha wonka ki atocha. Esupuda nupa junki, faguta ji uta vukise. Bafupa gi wanta humpa, muli rabamba hula. Gegen einen Gegner, den man nicht versteht, kämpft man nicht gerne. Kiko uba kili, wata bunga dunko, putoga wata. Oipa moja chapukala. Chanu sa usabe mota. Sayatupe, nu avachikuna, chino nik titoki. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ukili, baklunkina atapumpa, pushuda. Chitonka, lishlika changa, pumpa kombokni.
Ja, und wenn man die helle Seite gewählt hat, hat man jedenfalls diesen Ausgestoßenen geholfen, die von einem Art, naja, Sektenführer angeführt wurden, ein Geschichtenerzähler. Ja, und dann sind die aufgebrochen in das gelobte Land. Und jetzt kann man hier eben rausfinden, was daraus geworden ist. Ich verrate mal noch nicht, was da passiert ist. Transportstation. Da ist dann auch der Superreaktor. Alles klar. Ist das nicht das? Genau, das ist das. Und vorher gibt es hier drüben noch Helden 2. Naja, die kann ich auch nicht so wirklich machen. Wird auch ausgeblendet. So, gut. Dann wär's das. Jetzt haben wir die Quests angenommen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, also Folge Nummer 50, das ist ja so mein erster Meilenstein hier, wird das eine XXL-Folge und in der arbeiten wir das gelobte Land und alles, was da dran hängt, ab. Bis dahin, stay frosty.